So. Bin ich ja schon wieder. Okay. Können wir eigentlich schon... Nee, Inhaltssuche können wir noch nicht machen. Schade. Es wäre schön, wenn der schon gegangen oder gehen würde. Da oben wäre das. Ja gut, dann gehen wir in die Richtung. Danke. Gut, ich muss also wirklich nur nach da geradeaus. Nein, 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 ich habe keinen Bock auf euch Schaudermilben. Oh. Ach du grüne Nonne, das sind vier Stück. Ich glaube, das wird unser erster Tod. Das wird unser erster Tod. Oh Gott. Mach. Oh Gott sei Dank. So. Oder auch nicht. Wir haben gerade noch Glück. Oder? Komm schon. Paar Sekunden noch. Ja, oh Gott sei Dank. Scheiße. Schiede. Das war knapp. Das war knapp. So ein Lederbottle. Lederbottle, Lederbottle. Lederbottle, Lederbottle. Hey, man muss hier auch mal Glück haben. Ey, lass mich da hoch. So. Ja, wir haben den Lederbeutel. Lederbeutel, Frodo-Beutel. Glaube er, der hieß Frodo Beutlin. Nicht Frodo Beutel. So, mal sehen, wie unsere Schuhe jetzt aussehen. Okay, sie passen perfekt zu unserer Hose. Okay. Welche Person informiert, deren Spuren du im Wald gefunden hast? Ich möchte die Wachen in der Umgebung über die verdächtige Gestalt informieren. Kannst du einen entsprechenden Schreiben zu drei Wachposten bringen? Sie sollen dir den Erhalt der Information quittieren, wenn sie das Schreiben gelesen haben. Melde dich zuerst bei Elmar am Stummen, dann bei Bernhard an der Brücke im Zwiesegrund. Okay. Wird gemacht. Das ist gar kein Problem. Ja. Wir müssen einmal hier über die Brücke. Können wir, glaube ich, auch direkt hier lang. Ich glaube, wir haben heute schon ganz gut was geschafft, würde ich sagen. In der Stufe 13.
Bis 15 versuche ich auf jeden Fall noch zu kommen. Ja, bitte einmal schreiben. Das reicht wohl, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals so viel an einem Tag gespielt hätte bisher. Vielleicht vor 2 Jahren. Wir spielen jetzt seit 280 Minuten. Laut Steam. Also ich glaube, da kann man schon nicht drüber meckern. So, wo ist der andere? Ach, da vorne. Bernard. Guten Abend, Bernard. Wie ist das Wertebefinden? Geht's Ihnen gut? Kann ich Ihnen ein Käffchen bringen? Okay, schau mal nicht. Okay. Das haben wir es auch. Ja, ich musste immer an die Edelstein-Reihe denken, weil da die eine Frau auch immer sagt, Mr. Bernard, Mr. Bernard, Sie müssen das Kleid von da und da abholen, Mr. Bernard. So, ein Schreiben an mich? Ja, ein Schreiben an Sie. Ja, bitte einmal abschließen. Möchte sich auf die Suche nach Monstern schicken. Ja, danke. Mr. Bernard. Robert! Also ich das noch was anderes. Ja, Robert war bei den Geissens. Robert! Robert, warum habe ich Kacke im Schuh? Also das kam jetzt von mir. Haben die nicht gesagt. So. Jetzt Zwiedelgrund. Ja, ma. Wie ist das denn die Möglichkeit? Drösling. Oh Mann. Kacke. Ja, du dickes Ei, du. Ja, was machen wir denn nun? Da ist gar kein Mal im Schuh. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Ja, Zappalot nochmal. So. Hallo, ihr kleinen Geierchen. Nordkap-Geier. Naja, es gibt doch auch diese Leute, die sich Kacke im Internet bestellen können und die sie dann vor der Haustür anderer Leute anzünden. Ich meine, ne? Da kann es auch möglich sein, dass dir jemand in den Schuh kackt. Was ist denn Kaya? Das ist ungefähr so wie die Hornhautraspeln. Der Hornhautkäse. Was brauchen wir denn noch fürs Bestiarium? Schattenmilbe. Mückenschwarm.
Ja, Schattenmilbe und Mückenschwarm brauchen wir noch. Aber warum, wo war, ja, dann besser ist der Scheiß im Schwarm. Oh Mann. So. Da unten müssen wir hin. Jetzt wäre ich beinahe in die falsche Richtung gelaufen. Finea. Hallo, Finea. Ja, bei dir kriegt ihr auch nochmal neue Schuhe, nicht? Ja, nee, was? Dann nehmen wir doch die Hanfarmschienen. Stufe 14, sehr schön. Ja, dann machen wir noch eine Stufe. Das scheint ja relativ schnell gerade zu gehen. Vorher sind wir wieder fast bei der Hälfte. Und danach würde ich dann auch für heute Feierabend machen. Sobald wir Stufe 15 erreicht haben. Wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht lange dauern. Sind ja schon relativ weit. Dann sollte das eigentlich ein ganz guter Cut sein. Am Mittwoch wird es dann auf jeden Fall wie geplant mit Witcher weitergehen. Da werden wir dann wahrscheinlich nur Witcher spielen. Sofern nicht spontan irgendwas dazwischen kommt, ne? Sport, da kann alles sein. Und wenn es wieder spontan zu ist, was auch sehr, sehr wahrscheinlich sein könnte, wenn ich Bock drauf habe. Aber ansonsten ist auf jeden Fall Mittwoch nur Witcher erstmal geplant. Einen ganzen Tag lang Witcher. Dann werden wir dann auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Nebenmissionen machen. Spontanität sollte gut überlegt sein. Die Spontanität hängt von dir ab. In dem Fall. Ich meine, wenn du spontan sagst, ey, Alte, Bock auf Herr der Ringe, Bock dem Boffin in den Hintern zu treten, dann sage ich ja natürlich nicht nein, nicht? So, oder wenn es heißt so, jo, wollen wir weiter einen Zoo bauen? Klar. Immer doch. Nimm von mir was. Ja, was denn? Kann doch sein, dass du Bock hast, Boffin in den Poppes zu treten. Damit das nicht. Nein, darfst du nicht. Aber ich glaube, das wird dich trotzdem nicht daran hindern, es zu tun. So, jetzt will ich dir sagen, nein. Ich glaube, du wirst trotzdem Elde sagen. Elde ist ein Playboy drin. Nee, nee, keine Sorge. Ja. Das sagst du jetzt. Sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn. Geht ja relativ fix jetzt hier. Feindliche Präsenz. Finstere Glühwürmchen. Ja, was denn? Du bist doch mindestens gerade mal leicht, eventuell, also wenn es, das ist ganz, ganz hochgegriffen schon. Allerhöchstens. 100? Jetzt sich im Kopf und Kragen. 100. Ah, ja, stimmt das etwa nicht? Bist du einfach keine 100? Ich meine, ich frage nur so, ne? Ich frage für einen Freund.
90,5, wenn ich bitten darf. Ja, okay, gut. Lass es gelten. Lass ich gelten. Wenn dem so ist, dann ist halt 99,5. Ja, 99,5, besser gesagt. 99,5. 99,5 gibt es im All da nicht. Bei Aldi ist im Playboy drin. Hi, Edi. Hi, Edi. Deine Welt ist das Abflussrohr. Zu gütig. Ja, so bin ich, nicht? So, die neuen Spuren will ich mir natürlich anschauen. Ja, gut. Ja, nicht. Recht unspektakulär. So, komm schon, ich will Stufe 15 erreichen. Wie gesagt, so lange dauert es ja gar nicht. Wir halten das alle noch wacker durch. Ich denke mal, das sind noch zwei Hauptquests und dann war's das. Hakuna Matata. Dieses Brusch sag ich gern. Hakuna Matata wird stets als Modell. Falls die Sorge. Wie hoch die Katze fliegt. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. Einen neuen Bogen. Oh, ja, wir haben es auf jeden Fall bald. Wir sind kurz vor der nächsten. Super. Sehr schön. Sehr, sehr geiler Dorsch. So. So. Hier hinten ist einmal was. Musst du auch mal machen. Das kann ich ganz einfach machen. Dafür brauche ich noch nicht mal im Chat schreiben, glaube ich. Ich kann das ja alles so machen. Ja, wie gesagt, ich kann das hier einfach währenddessen machen. Ich muss da nicht in den Chat schreiben. So, da hinten ist einer. Hier gehen wir einmal das Ding hier. Die ganze Bombe einfach so drücken. Ja. Ich kann sie so oft fallen lassen, wie ich es möchte. So oft und ja, so oft hintereinander, wie es nur geht. Du hast auch noch einer. Okay, das. Alles nichts. So. Ja, so oft halt, nicht? So, was haben wir denn hier noch? Ladung bergen.
Ja gut, dann bergen wir noch einmal die Ladung. Ich meine, uns fehlt hier nur noch so ein kleines Zipfelchen. Und dann haben wir's. Da kriegen wir das jetzt auch hier mit dem Schreckenschwarm hin. Ach du grüne Nonne, was bist du denn? Eine Holzkröte. Oh. Okay. Eine große Kröte. Eine sehr, sehr große Kröte. Würde ich mal sagen. So, Ladung ist geborgen. Der ist noch ein Heuschreckenschwarm. Hier ist auch noch einer. Dann haben wir die Quest auch schon mal fertig. So, und können jetzt alles wunderbar abgeben. Und dann müssten wir auch auf Stufe 15 sein. Boah, wir müssen dafür erstmal da nach ganz oben eiern. Kann ich bei dir noch irgendwas abgeben? Johannissen. Boah, ja, gut. Bring nach Waldhof. Gut, dann müssen wir erstmal nach da oben. Aber dann sind wir zumindest soweit fertig. Zwei Quests abgeben. Dragon, danke für deinen Raid. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Jo, wir geben jetzt hier nämlich noch ein paar Quests ab. Du und deine komischen Bomben, ne? Kaya, du fliegst, glaube ich, echt gerne, habe ich das Gefühl. Der Puls war wieder oben, Stress pur. Das glaube ich. Hast du Alien gespielt? Oder? Was war heute dran? So, das übergeben wir einmal. Und was kriegen wir dafür? Einen lausigen Jägergürtel. So, nächste Klasse Jobaufträge. Sehr schön. Jupp. Alien. Oh. Sehr cool. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Puls da wieder ganz, ganz nach oben geschnellt ist. Wäre mir, glaube ich, genauso gegangen. So, Stufe 15, sehr schön. Gut, warte, wo können wir die andere Quest abgeben? Da hinten. Ja, ich habe, oder wir haben heute mit FF14 angefangen. Und mal geguckt, wie das Spiel hier so ist, weil ich das seit Urzeiten nicht mehr gespielt hatte. Und ja, wir sind im FF14-Wahn. Dann gibt es den nächsten Horror. Erst zu Halloween. Okay. Reicht das erstmal an Horror? Ich
glaube, ich mein Chat verlangt ja, glaube ich, auch bald so die ersten Horrorspiele von mir. Befürchte ich zumindest. Ich glaube, um irgendein Horrorspiel werde ich früher oder später nicht drum herumkommen. Gute Idee. Ja, dass du das sagen würdest, das wusste ich, Kaya. So, der merkwürdige Typ habe ich gesehen, aber nur von hinten. Er rannte in Richtung Tamtara. Okay, gut. Das könnte natürlich der Eierdieb gewesen sein. Amnesia ist nice. Oh. Das habe ich tatsächlich mal angefangen. Ich kam nicht weit. Ich kam nicht weit, weil ich echt Schiss hatte. Und zwar wirklich Schiss. Und ich glaube, ich habe noch nicht mal eine Stunde gespielt gehabt. Weiter, da kannst du. Ja, leider kostet es halt wirklich monatlich. Ich werde das auch nicht jeden Monat durchziehen, weil auf Dauer ist das doch echt, ne, teuer. Aber auch noch drei andere Teile von mir. Welche denn? Ich bin ja ein sehr, sehr großer Final Fantasy Fan. Deswegen würde es mich mal interessieren, welche du noch oder welche dir noch fehlen. Quasi. Nein! Wo bin ich? Komm ich auch wieder raus? Ja, komme ich. Oh Gott sei Dank. Scheiße. Ich habe so. Ich habe den Drang, dass ich einfach überall irgendwo runterfalle. Ich bin dann auch raus. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Kaya. Ich werd jetzt dann doch noch mal ein bisschen machen. Ja, Spaß werde ich auf jeden Fall haben. Dir eine gute Nacht, viel Erfolg morgen und ja, wir schreiben dann. Hab mal FF5, 12 und 13. Dann habe ich alle durch. Okay, FF5 habe ich selber noch nicht gespielt. Da bin ich auch sehr gespannt. 12 und 13 finde ich persönlich gut. Also 12 gehört zu einem meiner Lieblingsteile. 13 fehlt mir der Bosskampf, also der Endkampf. Und ja, gut, die Online-Teile 14 hole ich jetzt halt nach. 11 werde ich mal, denke ich mal, ja, ich werde wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Das wird so, ja, ist wahrscheinlich einfach so zu alt. Da werde ich, glaube ich, nicht noch mein Geld mit reinstecken. Aber ich glaube, das ist auch nicht so sonderlich wichtig. Also 14 mache ich noch echt gerne. Und ja. Immer dann, wenn es halt mit dem Geld passt. Diesen Monat dachte ich halt einfach spontan, ach komm, machst du mal. Hast du ewig nicht mehr gespielt. War noch genug Geld auf dem Konto, also. Gib ihm. Ich wird gar nicht mehr supportet. Weiß ich gar nicht. Also ich weiß, ich kenne einige, die spielen das auf jeden Fall noch. Die sagen auch immer, ja, musst du mal machen. Also, 11 hat mich damals nicht gereizt, 11 reizt mich auch heute nicht. Also, ja. Nee. Also Teil 14 finde ich allein deswegen toll, weil ich kann hier ein Katzenmensch sein. Ich liebe Katzen. Falls es noch nicht aufgefallen ist. So. Story Quest mal wieder. Gut. Ich verstehe. Das Ei wurde also tatsächlich gestohlen. Und das, was du herausgefunden hast, klingt ganz danach, als würde sich der Dieb gut mit Schokobos auskennen. Er hat die Schokobos beruhigt und unter all den Eiern das Wertvollste herausgepickt. Ich fürchte, der Täter ist jemand aus meiner Heimat. Ischgard Lea stammt nämlich aus einer Legende-Schokobolinie. Ischgards, den Windtänzern. Okay. In meiner Heimat gibt es nicht wenige Leute, die alles für eins von Leas Eiern geben. Moment mal, Luquelot. Wenn dieser Eierdieb aus Ischgard stammt, warum ist er dann zum Totenacker Tamtara gerannt? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das genau die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht wollte er eine falsche Fährte legen oder
Das ist jetzt doch egal. Wir müssen Leias Ei zurückholen. Da hast du natürlich recht. Ja, wir können helfen. Natürlich können wir helfen. Wir kennen uns zwar mit Schokowurst aus und können uns im Notfall wehren, bei einer Verfolgungsjagd ist womöglich zu viel für uns. Wie gesagt, der Dieb ist in Richtung Tantara geflohen. Vielleicht hat er Komplizen, also sei vorsichtig. Also aus der FF-Reihe fehlen mir tatsächlich auch noch ein paar Spiele. Den sechsten Teil habe ich zum Beispiel auch noch nicht gespielt. Teil 6 und Teil 8 habe ich noch nicht gespielt. Also 5, 6, 8 und 15. Um 15, ja, gehe ich so ein bisschen drumherum. Ich mache einen großen Bogen. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gespielt. Ja. Ich habe es 3 oder 4 Stunden gespielt. Ich fand es nicht gut, was ich da bisher gesehen hatte. Ich weiß auch nicht, ob sie meine Meinung dahingehend noch ändern wird. Und 6 bereue ich bis heute, dass ich es noch nicht gespielt habe. Ich hatte mehrmals die Gelegenheit dazu. Aber irgendwie kam immer was dazwischen. Nee, nicht Fade-Bereich. Ich will hier wieder weg. Ich habe gerade keine Lust auf Fade. Nein. Hilfe, gib mich hier raus. Lasst mich gehen. Bin ich jetzt noch richtig? Doch, ich bin noch richtig. So. Die eine Quest werden wir auf jeden Fall noch machen. Muss ich da jetzt runter? Nee, oder? Soweit wie jetzt habe ich halt noch nie gespielt. Ich habe immer erst so. Ja. Ab Level 10 habe ich meistens aufgehört. Ich glaube, ein einziges Mal bis Level 20, aber mit einem anderen Charakter in einem anderen Startgebiet. Das hier ist mir völlig, völlig fremd. Da hinten müssen wir hin, sehr gut. Hinten ist FF Teil 8. Unbedingt mal ein Scroll-Cosplay haben. Ja, das glaube ich. Mein liebster oder mein allerliebster Teil ist der 10. Liegt bei mir aber auch daran, dass ich halt mit Teil 10 angefangen habe. Das war so. Ja. Da habe ich meine Mutter damals bequatscht, dass sie mir das Spiel kauft. Und da wusste ich aber noch nicht, dass das ein Teil einer sehr, sehr großen Videospielreihe ist. Ich konnte damals auch keine römischen Zahlen, deswegen hieß es für mich halt immer Final Fantasy X. Und ich dachte mir nur so, als ich irgendwann erfahren habe, oh, es gibt ja noch mehrere Teile und ach, X bedeutet 10 und ach, scheiße. Da ist ja doch so ein bisschen was dazugehört. Ja. Ja, ich habe mich ein bisschen erschlagen gefühlt. Aber jetzt so nach und nach hole ich halt wirklich auch alle Teile auf. Sind halt auch drei, ja doch drei Teile, die komplett fehlen. Hallo Kuplokop. Ach du grüne Neuner. Wir sind gerade mal Stufe 15. Na egal, wir versuchen es einfach. Wenn wir einen gewischt kriegen, dann kriegen wir einen gewischt. Dann müssen wir es halt irgendwann nochmal versuchen. Nur habe ich letztes Jahr es beendet. Gott, 7 ist ultra lange her, dass ich das beendet hatte. Beziehungsweise auch da fehlt mir tatsächlich der Endkampf. Aber ich weiß auch, wie. Also ich weiß tatsächlich, wie es endet. Und das Remake hatte ich jetzt auch erst wieder durchgespielt. Ich weiß nicht, ob du das Remake auch schon gespielt hattest. Hab ich dich endlich, du Wicht. Gib mir das Ei. Niemals, Kupo. Das Ei gehört Luquelot. Ich kann die Namen bis jetzt noch nicht aussprechen. Hey, hallo, der Furie. Wer bist du denn? Haben dich die Idioten aus Wieselgrund angeheuert? Nein? Wir müssen uns nicht aufhalten. Los, Freunde, tötet sie. Dann gehört das Ei uns. Oh.
Wie gesagt, im schlimmsten Fall kriegen wir jetzt hier einen Aufbruch. Warte, wir machen das für die Heckenritter hier. Einmal. Dann haben wir die zum Beispiel mal weg. Da ist der Fuß wieder komplett. Ja gut, kann ich nachvollziehen. Bei mir war es tatsächlich ein Spontankauf. Ich habe es mir 2 Tage vor Release gekauft gehabt noch. Ich hatte die ganze Zeit hin und her überlegt. Ich hatte nämlich die Demo gespielt und war mir unsicher. Ich war halt erst wirklich komplett gegen dieses Remake, weil ich halt Angst hatte, dass es genauso in Rotz wird, in meinen Augen, wie halt das 15. Teil. Ja, habe mich dann aber spontan dann doch noch umentschieden. Und war positiv überrascht. Wobei ich mich jetzt natürlich frage, wann die nächste Episode kommt. Aber da werde ich wahrscheinlich warten. Denke ich. Na gut, okay, wie ich mich kenne, werde ich es mir trotzdem holen. Ja, 15 für die Tonne. Ja. 15 hätte echt gut werden können. Es hätte echt gut werden können, aber... Ach, komm. Nee. Wirklich nicht. Das ist so... Nein. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht waren sie betrunken, als sie das Spiel entwickelt haben. Gut, aber bei dem Teil gehen auch die Meinungen echt auseinander. Ich kenne einige, die sagen, ey, das Spiel ist echt eines der besten. Da kenne ich genauso viele, die sagen, ne, das und nie wieder. Aber der Trailer zum 16. Teil hat mir auf jeden Fall gefallen. Den habe ich mir ja bei der Präsentation damals angeguckt. Letztes Jahr. Ich glaube, das könnte gut werden. Für mich eins der Negativbeispiele, was Open World angeht. Ja, definitiv. Danke, Kupo. Was ich hier mache, Kupo? Ich beschütze Leias Ei, Kupo. Ich hielt gerade ein Nickerchen im Schokobo-Stall, als dieser Strauchdieb das Ei stehlen wollte, Kupo. Da habe ich es ihm vor der Nase weggeschnappt und bin um mein Leben geflogen, Kupo. Bring Leias Ei bitte zurück zu Luquo. Ja, Kupo. Ja, danke, dass du da warst und knuddle meine Schwester ganz lieb. Und gute Besserung der kleinen Maus. Wie gesagt, ich werd auch nicht mehr als so lange machen. Immer ja jetzt schon sowieso ein bisschen länger. Und ja. Auf jeden Fall danke, dass du da warst. Dir eine gute Nacht. Und Drago und dir auch. Und vielen lieben Dank auch nochmal für den Raid. Und bis zum nächsten Mal. Eine wundervolle Nacht euch. So, da hinten können wir noch eine Quest erledigen. Mal sehen, wie oft wir jetzt angequatscht werden hier. Von dem Monsterchen, von den Schaudermilben. Die sehr seltsam aussehen. Aber immer noch besser als Spinnen. Ja, danke. Hab dich lieb. Schlaf schön. So. Morgen ist ein Schwarm. Was? Grüß liegen. Da sind die feuchten Gruben. Könnte man jetzt auch falsch auslegen. Wenn man falsche Gedanken hegt. Abgestandenes Bier. Ja gut, das abgestandene Bier möchte ich auch nicht mehr trinken. Wo muss ich denn? Hä? Muss ich? Nee. Hä? Oder, ach so, hatte ich mich gerade bewegt. Ja, okay, ich hatte mich gerade bewegt. Sorry. Scheiße. Ja, gut, das passiert, wenn man blöd im Kopf ist. Nein, 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 nein. Diese
Dinger sind halt Flächenangriffe. Oh, die tun weh. Die können ganz, ganz doll Aua verursachen. Ich musste es auf schmerzliche Weise erfahren. Okay, da hinten ist gerade jemand. Der möchte jetzt gerade nicht so durch... Also nicht nur, auch noch mit reingrätschen. So, machen wir hier abgestandenes Bier. Oh, abgestandenes Bier bitte. Die nächsten Viecher. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wie gesagt, mir fehlt meine Rückwärtsrolle. Nein, nein, nein. Nicht den Rösling. Scheiße, ey. Scheiße, ich bin gerade nicht aufgewichen. Egal. Einmal ist kein Mal. Eine feuchte Grube noch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das eine Mal stand hier irgend so ein großer Brecher. Oh, man kann sogar fliegen. Ich kam hier leider noch nicht in das Vergnügen, ein Reittier zu besitzen. Ich glaube, das wird auch noch auf sich warten. Nein, 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 nein. Mal raus da. Ich will gar nicht wissen, wie das bei den großen Instanzen dann später wird. Ich glaube, da werde ich dann nur noch am Zurückgehen sein. So. Wo müssen wir die Quest abgeben? Ah, okay, da. Hinten. Und wir müssen noch die eine Angel holen. Die habe ich vorhin nicht mehr geholt. Aber die Musik finde ich echt wunderschön. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Musik so gut ist. Aber selbst grafisch finde ich es gar nicht mehr so schlecht. Okay. Ich glaube, ich werde jetzt auch einfach nur noch die eine Quest geben. Du blöde Schaudermilbe, ey. Hau ab da. Ja, komm. Auf, auf, auf. Macht nichts. Gut. Stufe 16 erreichen wir zwar nicht mehr. Aber wir haben 15 erreicht. Das war ja mein Hauptziel heute. So. Galavans Wachturm. Dann einmal Hallöchen. So, abgeben. Annehmen. Gut, und wir bringen noch einmal kurz das Ei da zurück. Und dann würde ich, glaube ich, auch für heute Feierabend machen. Weil ich bin ja jetzt auch schon wieder seit 7 Stunden dabei. Deswegen... Ich habe morgen auch noch einen langen, langen Tag von mir. Jetzt Wieselgrund. Ah, da hinten. Tachchen. Ja, hier ist einmal das Ei. Ja, diese Farbe und das Gewicht würde ich im Schlaf erkennen. Das ist ohne Zweifel Leias Ei. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Ich hatte mir schon solche Sorgen gemacht, aber es ist ja nochmal gut ausgegangen. Das Ei ist wieder in Sicherheit. Diese Diebe waren wirklich aus Ishgard, wie ich vermutet hatte.
Mit der Hilfe eines Mokris hätte ich jedoch nicht gerechnet. Dabei handelt es sich doch nicht etwa um denselben Mokri. Kennst du unseren kleinen Helferkäfer? Möglicherweise. Bei der großen Katastrophe vor 5 Jahren hat mir ein Mokri das Leben gerettet. Ich war in einem Gebiet unterwegs, das heute nicht umsonst Kohlenwald genannt wird. Der ganze Wald stand in Flammen und der Rauch drohte mich zu ersticken. Da tauchte plötzlich ein Mokri auf und führte mich an einen sicheren Ort. Jetzt wisst ihr, warum ich unser Gestüt Mokri-Stolz getauft habe. Ohne den kleinen Kerl hätte ich damals nicht überlebt. Es scheint fast so, als hätte der Mokri seit jedem Tag über uns gewacht. Ah, das wäre ja klasse. Ein eigener Schutzengel in der Gestalt eines Mokris. Ein weiterer Schutzengel in der Gestalt von Aidaria. Auch dir gilt mein Dank. Lukylot wird dir eine Belohnung geben. Ich kann diesen Namen bis jetzt nicht aussprechen. Ich weiß, ich spreche ihn jedes Mal anders aus. Aber dennoch. So. Den kann ich leider nicht tragen. Okay, wir haben doch Stufe 16 noch erreicht. Sehr schön. So, den lese ich jetzt aber auch nicht mehr vor. Gut, wir haben sogar Stufe 16 noch erreicht. Sehr schön. Oh. So, aber wie gesagt, ich würde jetzt halt auch Feierabend machen. Deswegen logge ich mich einmal aus.